Guti, willkommen zurück zu Let's Play Der Erste Kaiser. Wir sind schon sehr weit gekommen. Wir haben wieder mal die Kampagne sehr weit fortschreiten lassen und dürfen jetzt, nachdem wir wieder einmal die chinesische Mauer gebaut haben, ich glaube jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, in die alte Stadt gehen, die wir als zweites als Hauptstadt gegründet haben. Ich glaube, das war Luoyang. Und ja, gehen wir hin. Es sind erst zwei Generationen vergangen, seit ihr bescheidener Ahne die Ausdehnung unserer langen Verteidigungsmauer bei der entfernten Ortschaft Jiayuguan beaufsichtigt hat. Seit dieser Zeit hat sich die Lehre des Buddhismus ausgebreitet und in Luoyang, der Hauptstadt des Kaisers, durchgesetzt. Der neue Herrscher, der junge Kaiser Huan Di, möchte sich ihrer unermesslichen Talente bedienen. Er verfügte per Erlass, dass hier in der Hauptstadt Luoyang ein beeindruckender Tempelkomplex und in den Stadtvierteln buddhistische Schreine und Pagoden errichtet werden, damit unsere Bürger Guan Yin, dem großen buddhistischen Bodhisattva, die gebührende Ehrerbietung erweisen. Die treuen Bürger von Jiayuguan werden zweifellos froh sein, große Mengen an Steinen gegen Holz, Seide und ein neues nützliches Erzeugnis Papier zu tauschen. Diese wunderbare neue Erfindung kann jetzt durch Einweichen, Einstampfen und Trocknen von Hanf hergestellt werden. Die Steuereintreiber reden bereits von der Nützlichkeit des Papiers und dessen Überlegenheit über die Holztafeln, auf denen sie bisher ihre Schuldposten und Stundungen aufgezeichnet haben. Jetzt wollen sie nichts anderes als Papier. Stellen Sie sicher, dass Sie dies reichlich erhalten, sonst werden die Finanzen unserer Stadt leiden. Ja, wir kümmern uns auf jeden Fall darum, dass Papier hergestellt wird und dann dementsprechend in die einzelnen Steuereintreiberbüros gebracht werden. Ich weiß nicht, ob wir woanders auch noch Papier benötigen. Zur Not können wir auch Papier vielleicht verkaufen. Wir sollen einen Tempelkomplex bauen. Wir sollen 24 Papierstapel im Jahr produzieren. Wir sollen 8 Tiergartentierarten haben und 42 Monate mit Helden verbringen sowie eine Stadtkasse von 85.000 haben. Das ist kein Problem. Wir sind wieder in der alten Stadt, haben hier die Möglichkeit, LP01 speichern, hatte ich eigentlich schon, aber ist egal, wieder ein bisschen was aufzubauen. Mich wundert jetzt, dass die alle kaputt gegangen sind. Hier ist alles kaputt gegangen. Ach so, das war durch die Flut. Ah, ich verstehe. Das heißt, wir können hier unseren Handelsposten wieder errichten. Nach Luoyang. So. Bauen unsere Fähre wieder auf. Die Münzerei ebenfalls. Nummer 1, Nummer 2. Und wir brauchen die Münzerei. Wo ist sie? Da. Gelddruckerei. Die wird ja noch besser sein, ne? Die braucht dann Papier. Wir bauen jetzt erstmal die Münzerei. Die kommt hier unten mit ran. Auf die wird aufgepasst. So, ihr werdet schon immer mehr. Das ist okay. Wir müssen jetzt Papier drucken. Das kriegen wir hier unten bei den Hanffarmen. Also dort. Immerhin brauchen wir Hanf, um Papier machen zu können. Und wir könnten hier noch eine weitere Hanffarm mit hinstellen. Braucht ja nicht viel, nicht viele Arbeitskräfte. Und wir reißen jetzt erstmal die Leute hier ab und werden die Seide teurer machen. Seide kann jetzt an Kashgar zwar verkauft werden, aber bitte teurer. Stellen wir auf. 300. Ja, 300 ist okay. Dann haben wir 75 nochmal Gewinn gemacht durch den Verkauf. Und hier bleibt die Seide bei 225, das ist in Ordnung. Stahleinkauf, okay, bleibt noch vorhanden. Da könnten wir im Prinzip noch mehr kaufen, aber es geht nicht mehr. Lackwaren werden eingekauft bis zu 4, das reicht. Wir können selber keine Lackwaren produzieren, das ist nicht mit drin. Seidenraupen und Maulbeerbäume, das ist das, was wir haben und davon haben wir mehr als genug. Das heißt, Seide wird wirklich in Massen produziert, das ist Wahnsinn. Wir reißen diese ganzen Gebäude hier wieder ab. Sorgen dann dafür, dass die Arbeitslosenquote ein bisschen sinkt. Nur noch 17%. Wir zahlen im Moment niedrige Löhne. Steuereintreiber muss weg. Ich sage mal Steuerberater, dabei ist das ja ein Steuereintreiber. Wir brauchen jetzt unsere Farm hier oben. Eine weitere Hanffarm. So, eine Straße.
sowie ein Hanffeld, ja. Gut, das reicht an Hanf. Dann können wir jetzt unsere Produktion von Papier starten. Ich würde sagen, die kommt hier in die Mitte. Hier ist es nicht verkehrt. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo hier die Straße beginnt und wo sie aufhört. So. Einen Inspektorenturm bitte. Jiayugan wird Verbündeter. Das ist schön. Holzsammelstelle, Jade, Schnitzer, Papiermühle. Da ist sie. 1, 2, 3. Machen wir mal gleich 4. Ihr braucht nur Hanf. Hanf wird euch geliefert. Habt mal keine Sorge, das kommt. Wir brauchen noch eine rote Wohngebietsmauer. Die ziehen wir einmal bloß hier so hoch. Dann seid ihr nochmal abgeschirmt. Alles ist gut. Wir werden jetzt mit dem Hanf, der ja ausreichend produziert wird, ganz viel Papier herstellen, werden es unseren Steuereintreibern spendieren. Haben jetzt noch 9% Arbeitslosenquote, das ist perfekt. Dann haben wir ganz viele Kämpfer, die für uns eintreten, falls irgendwas sein sollte. Wir werden mehr Geld machen hiermit. Werden später auch Waffen verkaufen. Wenn wir noch mehr Stahl importieren, ist das überhaupt kein Problem. Wir müssen bloß noch einen weiteren Stahlproduzenten haben. Das wäre dann im Prinzip Jiayugan. Die verkaufen Stahl, das ist gut. Dann, wenn wir sowieso einen Allianzpartner namens Jiayugan haben, dann setzen wir auch den Handelsposten hier gleich mit hin. Reißen dich noch einmal ab. Bauen dich daneben. So kann hier der Handelsposten ganz in Ruhe stehen. Und dort kaufen wir, wir können sogar Papier exportieren, super, Stahl ein. Papier, oh ja, kriegt man auch eine ganz schöne Menge. Muss ich ja mal so sagen. Gut, den Leuten hier geht's gut, bis auf die eine oder andere Pest. Das ist in Ordnung und es kommen immer noch weitere Leute in unsere Stadt. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Arbeitslose. Die liefern jetzt erstmal ganz viel Hanf hier rein. Wie sieht's aus mit unseren Göttern? Sind alle zufrieden? Wer bist du denn? Ach, Guanyin. Als eine Bodhisattva ist Guanyin die größte buddhistische Gottheit in China. Sie wird als Erhörerin von Gebeten und Beschützerin von Kindern verehrt. Wenn Guanyin in ihrer Stadt aktiv ist, halbiert sie die Baukosten von Ziehbrunnen, Gärten, blühenden Bäumen, Straßenpavillons, Teichen, Tai-Chi-Parks und privaten Gärten. Sie agiert als Wasserträgerin und wie ein buddhistischer Mönch und kann Ziehbrunnen, wodurch sich weiterentwickeln und Häuser segnen, wodurch die Unruhestufe gesenkt wird. Guanyin verbessert außerdem die Gesundheit der Stadt. Schließlich halbiert sie noch Bestechungsgelder, die sie Invasoren zahlen müssen, um sie dazu zu bringen, ihre Stadt zu verschonen. Sowie den Tribut, den sie an einen Lehnsherren zahlen. Ich habe keinen Lehnsherren und ich werde auch keinen Tribut zahlen, aber schön zu wissen. Das wird dann demnächst der Fall sein. So, ihr könnt jetzt ganz viel Papier produzieren, das ist schon mal gut. Wir könnten hier weitere Papiermühlen mit hinstellen, irgendwann mal. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn wir ein paar Tage überleben. Wir sollen ja sowieso die Monate noch mit Helden verbringen und können jetzt schon mal den Tempelkomplex bauen, weil wir damit auch wieder ganz viele Arbeitskräfte benötigen. Das ist okay. So, ich weiß nicht, wie groß der Tempelkomplex wird, deswegen habe ich jetzt schon mal dieses Gebiet hier für mich annektiert. Und das Monument muss gebaut werden. Oh, es wird doch relativ groß. Es würde hier zwischenpassen. Es sind tatsächlich die Pandasträucher hier, die nicht passen. So, da kommt der Tempelkomplex mit hin. Wir brauchen unser Arbeiterlager. Das stellen wir alles hier unten mit hin. Oder hier oben. Hier oben ist es nicht verkehrt. Da brauchen wir eine Sperre. Nehmen einen weiteren Inspektorenturm. Brauchen das Arbeiterlager.
Am besten gleich zwei, die werden sehr viel zu tun haben. Eine Zimmermannsgilde. Die kommt wieder woanders hin. Eieieiei. Wir haben viel zu tun. Im Staate Dänemark. Schauspieler. Haben wir Schauspieler? Nö. Wir können nur den Buddhistenschrein bauen. Oder eine Pagode. Uiuiui. Die ist aber riesig. Seid ihr sicher, dass ich die bauen soll? Die passt nicht mal irgendwo hin. So, kommt da ein Schrein hin und dann ist gut. Damit fühlt sie sich schon mal geehrter. So, die Arbeiter werden viel zu tun haben. Wir brauchen jetzt erst einmal die Zimmerleute. Okay, wo stelle ich die hin? Ja, die müssen jetzt hier stehen, das geht nicht anders. Dann brauche ich noch einen weiteren. Weißt du was, Panda? Es tut mir leid, dass ich deine Umwelt vernichten muss, aber es geht nicht anders. So. Dann brauchen wir einen Inspektorenturm. Und unsere Zimmermannsgilde. Sowie eine Maurergilde. Also müssen wir Stein noch importieren. Und eine Keramikergilde. Ton müssen wir also auch nochmal irgendwo aufbewahren. Das kann ja hier hinten bei den Produzenten mit sein. Wie sieht's aus mit Papier? Achso, Papier haben wir auch noch kein Lagerhaus. Dann machen wir jetzt erstmal Lagerhäuser fertig. Wo stelle ich die hin? Benötigte Mitarbeiter. Oh, das ist mal was Besonderes. Ist irgendwas zusammengefallen? Nee. Gut, dann zahlen wir wieder normale Löhne. Schon haben wir wieder genug Mitarbeiter und bauen unser Lagerhaus hier mit hin. Da kommt einerseits Papier rein. Bis zu 16 und was war das andere? Ton. Ton, da. Bis zu 16. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, ah, hier unten wird es produziert, okay. Speichern unter Sicherheit 1. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir jetzt erstmal ein paar Helden in die Stadt holen. Dich brauche ich nicht unbedingt. Du bist auch nicht zufrieden genug. Du möchtest noch mehr buddhistische Schreine haben. Da wirst du jetzt erstmal lange warten müssen. Obwohl, wir könnten hier einen mit hinstellen. Ein buddhistischer Schrein. Ist ja das, was die haben wollen, ne? Dann wollen die nur noch Schauspieler und alles ist gut. Theoretisch sind die buddhistischen Schreine für die kleine Bevölkerung und die Tempel dann für die große, für die gehobenen Wohnungen. So, jetzt könnt ihr richtig viel Hanf anbauen. So, Buddhismus ist noch schwach. Ahnenverehrung ist exzellent. Konfuzianismus ebenfalls exzellent. Gilt also auch nur für die Gehobenen, denn die hier kriegen keinen Konfuzianismus. Und für den Buddhismus brauchen wir noch einen Mönch, der durch die Gegend geht. Diese Gebäude sind so massiv. Die Tempel werden nur noch so selten besucht, dass wir von Tür zu Tür gehen und um Spenden betteln müssen. Das ist aber traurig. Jetzt wollt ihr Tee. Na gut, Tee müsst ihr noch lange drauf warten. Aber die Verehrung müsste langsam hochgehen. Theoretisch könnten wir auch hier nochmal einen Buddhistenschrein mit hinstellen irgendwo. Vielleicht sollte ich dafür mal ein Haus abreißen oder auch die Mauer ein bisschen weiter nach außen bauen. Dann könnte ich das hier mit hinstellen, obwohl das passt auch nicht. Hier. Mauer. Braune Wohngebietsmauer. Nee, das war die falsche. Welche hattet ihr denn? Die hellbraune? Ja, die war das. So, dann kommt hier nämlich auch noch ein buddhistischer Schrein mit hin.
Und dann wird der Buddhismus auch stärker vertreten sein. Okay, brauchen wir sonst noch irgendwas? Holz wird hierher geliefert. Das heißt, die bauen jetzt alles soweit fertig. Das wird alles nebenbei gemacht und wir kümmern uns darum, dass die Religion voranschreitet. Wir werden sie dann versuchen auch zu bezirzen, dass sie in unsere Stadt kommt und dementsprechend dafür sorgt, dass Leute, wenn sie uns angreifen, keine Möglichkeiten haben, irgendwas zu schaffen. Hier kann ich später neue Leute mit hinbauen. Das ist alles sozusagen schon fertig und wartet nur darauf, genutzt zu werden. Wunderbar. Hier haben wir sogar die braune Wohngebietsmauer. So, freuen die sich. Mein Glückwunsch. Sehr schön, ein einzelnes Wohngebiet, wo noch niemand wohnt. Juhu! Ach Leute, nee. Ihr seid mir schon solche Leute. Speichern unter Sicherheit 1. Jetzt haben wir alles soweit abgeschlossen, warten darauf, dass unsere Verehrung für den Buddhismus besser wird. Ist jetzt aktuell Mittel. Das gefällt ihr noch nicht, sie will noch mehr Verehrung. Ist okay, kriegen wir hin. Sodass wir hier dann zumindest auf gut sind. Wenn nicht sogar exzellent, aber dafür muss der Buddhistenmann noch ein bisschen weiter rumlaufen und in dem anderen Stadtviertel ebenfalls für Buddhismus sorgen. Dann wird der Buddhismus auf hervorragend hochgehen. Oder exzellent. Okay, ihr seid 8 Leute, ihr seid 13, ihr seid fast fertig. Ihr seid auch fast fertig, 9 Armbrustschützen. Ihr hier oben seid schon die ganze Zeit fertig, wartet darauf, dass ihr irgendwas zu tun bekommt. Ihr seid Rekruten, Rekruten, Rekruten. Rekruten, Rekruten, Rekruten. Also noch keine verbesserten Leute, das ist sehr schade. Ich hoffe, dass unsere Steuereintreiber so langsam mal Papier bekommen. Ich muss gerade mal gucken, wo sind die? Da. Eine geladene Ladung Papier. Ob das jetzt mehr Steuern bringt, weiß ich allerdings auch nicht. Und ihr entwickelt euch nicht dadurch, dass ich hier noch Gärten mit dran baue, ne? Nö, natürlich nicht. Was passiert eigentlich mit dem Tempel, beziehungsweise mit dem Palast, wenn ich den jetzt noch ein bisschen verschönere? Nichts. Natürlich nicht. Kirschbäume. Tai Chi Park. Sehr interessant. Stelle ich mal hier mit hin. Ach, und jetzt machen sie Tai Chi. Die Menschen können Tai Chi üben, während ihre Kinder in diesem Park spielen. Sehr interessant, wirklich. Speichern unter LP01, dass wir den haben. Bringt ja jetzt zwar nicht viel, aber wir haben ihn und das ist wichtig. Und wir haben bisher noch kein Tier. Das heißt, wir sollten unbedingt jemanden holen, der Tiere fangen kann. Fangen wir erstmal an mit dir. Du brauchst ja sowieso sehr viel Unterstützung. Du liebst uns ja nicht genug. Bist fröhlich. Geschwindigkeit hochstellen. Und wir bauen bloß diesen Komplex hier fertig. Das kann eine Weile dauern.